Ich und mein Vater und der Kollege von der Arbeit, wir haben hier Christbäume verkauft. Wie jedes Jahr. Es ist eine Tradition, hier auf dem Platz Christbäume zu verkaufen. Und wir haben mit Kunden gesprochen. Und auf einmal kam hier ein Auto. Vor der Kreuzung, über die Kreuzung, quer drüber geschanzt. Hier mein Stand rein. Als ich nach gesehen habe, vor Weiden, da habe ich dann geschrien, geht auf Seiten, Achtung. Und ein paar waren in der Stadt gewesen. Und ein paar haben es ja gleich verstanden, was gekommen ist. Und dann sind sie auf Seiten gesprungen. Mein Vater hat es ein bisschen erwischt an den Seiten. Und ist nicht weiter schlimm, er wird schon. Wir sind gleich, als er schon mein Vater, was los, okay, das geht. Dann bin ich zu dem Fahrzeug hingelaufen, hingerannt, hab die Tür aufgerissen, um nachzuschauen, wie es dem Fahrer geht. Nun, er hat nichts, er war nicht ansprechbar gewesen, er hat aus dem Mund etwas geblutet. Ja, ich schon Schock. Schock, aber man muss drüber wegsehen und gleich helfen.